Ein herzliches Hallo zum neuen Weitwinkel. Unsere Renovierungsarbeiten sind abgeschlossen und wir erstrahlen in neuem Glanz. Dennoch wird sich am Inhalt der Sendung nichts ändern. Wir werden weiterhin über Politik, Gesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft berichten. Und das Thema der heutigen Sendung lautet Glauben und Glaubensausübung. Münster gilt ja generell immer als sehr katholische Stadt, doch seit letztem Jahr sind weniger als 50% der Münsteraner katholisch. Und wir haben bei den Münsteraner und den Münsteranerinnen mal eine Umfrage gestartet und sie gefragt, was sie über Glauben denken. Ich sehe keinen wirklichen Beweis dafür, dass es einen Gott geben sollte. Und da ich Wissenschaftlerin bin, braucht man dafür Beweise und deswegen wurde ich noch nicht überzeugt bisher. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass da irgendeiner ist, der das alles lenkt, der da oben über uns wacht. Ich denke einfach, man muss selber gucken, dass man vernünftig lebt. Vielleicht lebt man dann auch christlich, aber also für mich gibt es definitiv keinen Gott. Familienumfeld, Glaube, Verbundenheit. Ich habe einiges in der Welt gesehen an Kirchen und gemerkt, naja, wenn die alle recht haben, was ist da richtig? Kann nicht sein. Weil meine Familie ist so und ich habe so geboren. Gut, manche glauben an ihren Fußballverein oder an ihre Hausbank, wo sie jeden Tag Geld abheben können. Ne? An irgendwas muss der Mensch glauben. Ne? Jeder hat seine Religion, jeder glaubt was. Jeder kann in einen Gott glauben oder nicht. Das ist seine Choice auf Englisch. Ich vermute mal, dass niemand von sich behaupten kann, wirklich atheistisch zu sein. Weil ich vermute, dass jeder in unterschiedlichen Situationen auch zu seinem Gott in Anführungszeichen findet oder auch während seines Lebens irgendwelche Bezüge hat, die man damit vergleichen kann. Ich stehe eigentlich dazu, dass jeder möge so leben, wie er es gerne für richtig hält. Und das ist, glaube ich, immer das Wichtigste. Er muss selber sagen können, das ist für mich richtig oder das ist nicht richtig. Katholiken an erster Stelle, Protestanten, nun Islam ist auch hier, Juden sind auch wohl da und Buddhisten wohl weniger. Katholiken überwiegend, ja, ein Teil Buddhisten, ich denke nur an Gremdorf, ja, jüdische Gemeinde ist da, Moslems, eigentlich alles vertreten. Oh, wir sind, glaube ich, ziemlich breit ausgerichtet mittlerweile. Durch die Globalisierung, durch die vielen Menschen, die wir hier haben, viele Studenten, bringen viele Kulturen mit und auch deren Glauben. Zu den hierzulande exotischeren Glaubensrichtungen gehört der Hinduismus. Auf der Welt gibt es etwa 1 Milliarde Hindus, doch in Deutschland leben ca. nur 60.000. In Hamm, gar nicht so weit weg von hier, steht der größte Hindu-Tempel Mitteleuropas. Und einmal jährlich findet dort im Sommer ein Tempelfest statt und wir haben sie bei ihren Feierlichkeiten begleitet. Der Hindu Shankara Sri Kamachi Ampal-Tempel ist der größte Tempel südindischer Art in Mitteleuropa. Ampal bedeutet hierbei im Tamilischen Göttin und Kamachi ist die Göttin mit dem Auge der Liebe. 2002 wurde der Tempel eingeweiht. Seitdem findet einmal im Jahr immer zu dieser Zeit das große Tempelfest statt. Unter der Leitung des Priesters Siva Paskaran werden vom 20. Juni bis zum 6. Juli verschiedene Zeremonien, Gebete und Traditionen ausgeübt. Beim Aufbau beteiligt sich die ganze Gemeinde. Wer von weit her kommt, unterstützt den Tempel mit einem Spendenbetrag, denn die gesamte Gemeinde finanziert sich ausschließlich durch Spenden. Auch durch deutsche klimatische, landschaftliche und kulturelle Einflüsse lässt sich das Fest nicht einschränken. Heute gibt es die Prozession zum Kanal. Wir haben hier keinen Ganges zur Verfügung, aber wir haben einen Kanal. Und zu diesem Kanal pilgern dann Gläubige mit dem Priester zusammen. Es sind zur Größenordnung nach der großen Prozession. Wir haben gestern 20.000 Menschen so ungefähr gehabt. Da sind es vielleicht noch mal 200, wenn es hochkommt. Es wird eine Segnung des Wassers stattfinden, eine sehr umfangreiche Zeremonie. Es werden Gebete gesungen unter einer Autobahnbrücke. Sie können sich vielleicht vorstellen, dass das faszinierend ist.
Die Architektur des Tempels hat einen sehr großen symbolischen Wert. Für den Bau kamen Arbeiter aus Indien nach Deutschland. Wichtig bei dem Bau des Tempels war die Nähe zum Wasser, um rituelle Waschungen vorzunehmen. Im hinduistischen Glauben besitzt jeder Hindu eine Seele, in der sich wiederum das Karma befindet. Dieses Karma speichert alle Verfehlungen dieses Menschen. Durch die Waschung wird nicht das gesamte Karma befreit, sondern nur vordergründige Sünden weggeschwemmt. Demnach ist die Waschung also keine totale Reinigung. Die Prozession beginnt mit dem Pilgern zum Kanal. Geführt wird dieser Zug von der Göttin, die auf dem selbstgebauten Wagen thront. Sie und ihr Ehemann Shiva weihen den Kanal. Das Wasser wird mit Dingen wie Fruchtsaft, Milch und Früchten geweiht. Anschließend gehen die Priester und Männer ins Wasser und waschen sich. Das Ganze ist offen. Wir haben dieses Jahr in der Tat erstaunlich viele Menschen hier, die erkennbar keine Tamilen sind. Wir haben Schulklassen, wir haben Studenten, wir haben alle Gruppen dieser Gesellschaft hier und naja. Im Fokus des Hindu-Tempels in Hamm stehen effektive Integrationsarbeit und kultureller Austausch für alle Menschen. Das Verständnis für die eigene Kultur und die damit verbundenen Traditionen sollen Jugendlichen vermittelt werden. Auch eher selten in Deutschland sind Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Die meisten kennen sie unter dem Begriff der Mormonen, doch das ist ein Begriff, den sie ablehnen. Und wir haben sie an einem Sonntag in ihrer Gemeinde in Münster besucht und mal angeschaut, wie so ein Gottesdienst bei denen abläuft. Hinter dem Bahnhof befindet sich relativ unscheinbar der Standort einer Gemeinschaft, die man zunächst wohl eher in den USA vermuten würde. Die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Den meisten sind deren Anhänger wohl eher als Mormonen bekannt, wobei diese Bezeichnung als abfällig empfunden wird. Die Glaubensgemeinschaft mit ca. 40.000 Mitgliedern in Deutschland zählt in Münster rund 80 Gemeindemitglieder. Geleitet wird die Gemeinde aktuell von dem Gemeindepräsidenten Siegfried Teves. Also meine Frau und ich sind hier berufen, in der Gemeinde Münster als Zweigpräsident zu dienen. Meine Frau dient in der Frauenhilfsvereinigung und wir erfüllen eigentlich eine Mission. Wir sind vom Pfarrpräsidenten, von dem ich ja gerade gehört habe, berufen worden, in Münster eine Mission zu erfüllen. Wir hatten uns gemeldet und der Kirche zur Verfügung gestellt, dass wir als Ehepaar, das nicht mehr berufstätig ist, eine Mission erfüllen möchten. Und er hat gesagt, die werden in Münster gebraucht und gehen jetzt nach Münster. Und das machen wir dann auch. Wie der Name Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage schon vermuten lässt, handelt es sich um eine christliche Glaubensrichtung. Die Heiligen der letzten Tage beziehen sich hier auf alle bekennenden Gemeindemitglieder, die in der sogenannten letzten Evangeliumszeit vor der Rückkehr von Christus auf die Erde leben. Die Mitglieder der Kirche bezeichnen sich selbst entschieden als Christen. Ja, wir glauben sicherlich alle an den gleichen Gott, an seinen Sohn Jesus Christus, an den Heiligen Geist. Die Organisation ist etwas anders, die Entstehung der Kirche ist etwas anders. Wir sind also keine protestantische oder katholische Strömung irgendwo, sondern sind eigenständig. Die Kirche wurde im Jahre 1830 von Joseph Smith in den USA gegründet. Die Religion umfasst im Gegensatz zu den klassischen christlichen Glaubensrichtungen neben dem Alten und dem Neuen Testament auch noch ein drittes Evangelium. Nach dem Glauben der Kirche ist das Buch Mormon eine Ansammlung von heiligen Schriften, die von Joseph Smith gefunden und ins Englische übersetzt wurden. Das Buch Mormon beschreibt die Besiedlung Amerikas durch die Israeliten, deren Entwicklung und schließlich auch den Besuch des auferstandenen Jesus Christus. Jeden Sonntag um 10 Uhr findet der Gottesdienst der Gemeinde statt, an dem oftmals auch amerikanische Mitglieder der Glaubensrichtung teilnehmen. Diese sind hier, um ihren missionarischen Dienst nachzukommen. Aber auch innerhalb der Gemeinde werden die verschiedenen Aufgaben an die Mitglieder verteilt. Es werden Berufungen ausgesprochen, nicht weil man das bereits kann, oder weil man von demjenigen glaubt, dass er das gut kann, sondern weil derjenige das lernen soll, in der Berufung zu dienen. Es geht immer um den Dienst. Der Gottesdienst umfasst das Abendmahl, bei dem Brot und Wasser gereicht werden, das Singen von Kirchenliedern und Ansprachen von männlichen und weiblichen Mitgliedern der Kirche.
Außerdem wird über Berufung einzelner Mitglieder abgestimmt. Nach dem Gottesdienst findet sich die Gemeinde in nach Alter und Geschlecht getrennten Klassen zusammen, in denen verschiedene Passagen aus den Heiligen Schriften vertieft besprochen werden. Die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Eine Religion, die ihren Weg vom amerikanischen Kontinent nach Europa gefunden hat und hier zumindest für ihre Mitglieder wohl nicht mehr wegzudenken ist. Vor circa 2 Jahren ist Salim als Flüchtling nach Deutschland gekommen. Als gläubiger Moslem ist es eine große Umstellung für ihn gewesen, in ein eher christlich geprägtes Land zu kommen. Und wir haben uns mit Salim mal getroffen und ihn dabei begleitet, wie er seine Religion hier in Münster auslebt. Salim ist 21, seit 2 Jahren in Deutschland und stammt aus Syrien. Er ist gläubiger Moslem und zeigt uns, wie er seinen Glauben in Münster lebt. Ich glaube schon an Gott und ich glaube auch daran, dass es eine Macht gibt, die das ganze Universum geschaffen hat. Salim besucht momentan einen Deutschkurs mit dem Ziel zu studieren. Er versucht, seinen Glauben so gut wie möglich in den Alltag zu implementieren und hat eine sehr konkrete Vorstellung seines Glaubens. Unter Glauben konnte vieles verstanden werden. Aber was mich und andere mich interessiert, ist folgendes: das Verhalten und der Umgang im Alltag. Laut einer Überlieferung des Propheten des Islams muss man alle Religionen akzeptieren und respektieren. Deswegen habe ich kein Problem, in einem christlichen Land zu leben. Und es ist auch so in Syrien gewesen. Die Implementierung in den Alltag bedeutet für Salim auch jeden Freitag in die Moschee zu gehen und an den religiösen Feiertagen teilzunehmen. Ich bete eigentlich 5-mal pro Tag. Im Jahr faste ich vor einem Monat und zwar im Ramadan. Und man sollte auch eigentlich den anderen helfen. Ich bin zufrieden und ich bekomme auch Hoffnungen. Und ich könnte auch gut schlafen, wenn ich keinen schädige. Und ich mache auch, was den Gott gesagt hat. Doch wie reagiert Salims Umfeld darauf, als Moslem in einem eher christlich geprägten Land zu leben? Menschen respektieren das, wenn ich beispielsweise sage, ich möchte kein Schweinefleisch essen. Eigentlich das ist nicht so freundlich für mich, weil ich in Syrien Freunde gehabt, die auch nicht Muslime sind. Deswegen, das ist nicht neu. Wichtig, wenn man über das Thema Glaube spricht, sind natürlich auch Sekten und Kulte. In oftmals repressiv geführten und eingeschworenen Glaubensgemeinschaften gibt es immer wieder Leute, die dort aussteigen möchten. Und für solche Aussteiger gibt es vom Bistum Münster eine Stelle, die solche Leute berät. Und wir haben uns deren Arbeit mal angeschaut. Münster, entweder es regnet oder es läuten die Kirchenglocken. Wenn beides zusammen geschieht, dann ist Sonntag. Bekannt ist, dass Münster sehr katholisch geprägt ist. Unbekannt ist jedoch, dass auch diverse Sekten und Kulte in Münster jenseits des öffentlichen Lebens existieren. Um der Frage nachzugehen, wie es um Sekten und Kulte in Münster bestellt ist, treffe ich mich mit Brigitte Hahn. Sie arbeitet beim Referat für Sekten- und Weltanschauungsfragen. Also Sekte ist natürlich immer eine Gruppe von Menschen. Und diese Gruppe von Menschen hat in der Regel irgendeine bestimmte Idee. Und oft eine Idee zum Weltende, also irgendwas Schlimmes passiert. Entweder geht die Welt unter oder es finden große Umwälzungen statt. Und die Gruppe selbst sagt immer, wir haben die Idee, wie wir uns retten können. Die haben immer einen Rettungsplan. Und sie nehmen immer für sich in Anspruch, dass sie sozusagen den Weg dorthin wissen, wie wir errettet werden können. Und ein großes Kennzeichen ist auch immer, dass sie sagen, wir sind die Guten innen und die anderen sind die Schlechten. Also ein ganz scharfes Schwarz-Weiß-Denken zwischen Gut und Böse und da gibt es auch keine Graustufen und auch so eine Abschottung nach außen. Also es fängt in der Regel mit einer Führungsfigur an. Also die Sekten hinterher haben auch immer Führungsfiguren, die es irgendwie schaffen, Menschen für ihre Idee zu faszinieren. Und zu sagen, ich weiß was, was ihr noch nicht wisst. Und die schaffen es durch ihre charismatische Ausstrahlung, Menschen hinter ihrer Idee zu versammeln. Und die dann auch bereit sind, fast ihr Leben für diese Idee zu geben. Also entweder sie präsentieren sich selber
durch irgendwelche Aushänge, Flugblätter etc., Zeitungsartikel oder auch durch Menschen, die mich fragen, ob ich das kenne. Und in Münster gibt es die Sekten, die es überall auch gibt. Ne? Und es gibt jetzt große Schwierigkeiten im Esoterikbereich, wo es Versektungen gibt. Und womit ich mich schwerpunktmäßig beschäftige, sind ja mit Satanisten. Und die sind in Münster und im Umfeld genauso aktiv wie in anderen Regionen auch. Das ist eine Fachstelle des Bischöflichen Generalvikariats, die 1996 eingerichtet worden ist, vor dem Hintergrund, dass es ganz viele Anfragen an das Bistum gab zum Thema Sekten. Und da hat das Bistum sich entschlossen, da eine spezielle Stelle einzurichten, damit auch fachkundig Auskunft gegeben werden kann. Also die Zugänge sind sehr unterschiedlich. Viele Kollegen sind Theologen. Ich bin Diplompädagogin, Supervisorin, habe eine Ausbildung als Gruppenanalytikerin. Und ich habe damals in dem Bereich Aus- und Fortbildung gearbeitet. Und da bin ich gefragt worden, ob ich mir das vorstellen kann. Und dem habe ich zugestimmt. Also es gibt also einmal der Bereich Beratung, dann Öffentlichkeitsarbeit und Fortbildung. Das sind so die drei Schwerpunkte. Einstieg ist immer, dass die Menschen was mit Sekten zu tun haben. Und das kann mittelbar oder unmittelbar sein. Also es können Betroffene selber sein, Angehörige sein. Es kann aber auch sein, dass zum Beispiel eine Institution anfragt, wie ist die Gruppe einzuschätzen? Wir wollen einen Raum vermieten. Wie beurteilen Sie das? Also es gibt ja wenig Menschen, die sich da schwerpunktmäßig mit beschäftigen. Und so eine Stelle ist natürlich für all diejenigen, die mal irgendwie mit Sekten in Kontakt kommen, eine wichtige Ansprechstelle. Ich bin jetzt wirklich für das Thema sensibilisiert worden. Ich weiß, wie es um Sekten in Münster bestellt ist, was man machen kann, wenn man vielleicht an eine Sekte geraten ist, wenn man aussteigen möchte, vielleicht wenn man auch beruflich mit dem Thema zu tun hat, zum Beispiel als Sozialarbeiter, wenn man vielleicht Leute kennt, die mit einer Sekte zu tun haben. Ja, ich weiß jetzt einiges über die Satanisten, hätte auch nicht gedacht, dass sogar in Münster solche Gruppen ihr Unwesen treiben, in dieser erzkatholischen Stadt, aber nach diesem Gespräch bin ich doch schon deutlich schlauer geworden und ja, wenn ihr Probleme mit dem Thema Sekten, Kulte habt oder jemanden kennt, hier könnt ihr euch an Brigitte Hahn wenden, an das Referat für Sekten- und Weltanschauungsfragen. Sie hilft euch sicher gerne weiter. Immer mehr Menschen leben aber konfessionslos. Die beiden großen Kirchen in Deutschland verlieren schon seit mehreren Jahrzehnten immer mehr Mitglieder. Die meisten Leute sagen, dass sie an gar keinen Gott mehr glauben oder an Gott zweifeln. In unserer Animation erklären wir euch dazu einmal die wichtigsten Begrifflichkeiten. Der kleine Lukas philosophiert gern über Gott und die Welt. Aber was vor allem den lieben Gott betrifft, hat er da doch so seine Zweifel. Aber er kann sich auch nicht recht entscheiden, ob er nun ein Atheist, ein Agnostiker oder ein Nihilist sein will. Aber was bedeutet das eigentlich? Atheist, Agnostiker, Nihilist? Der Atheismus lehnt gewöhnlich den Glauben oder gar die Existenz eines Gottes kategorisch ab. Dabei lassen sich zwei Ausprägungen unterscheiden. Es gibt zum einen den Nicht-Theismus, das sind Leute, die einfach ohne einen Glauben an Gott leben. Und zum anderen gibt es den Antitheismus. Das sind Leute, die nicht nur nicht an Gott glauben, sondern auch andere davon überzeugen wollen, dass es keinen Gott gibt. Ein Agnostiker dagegen sieht das alles nicht ganz so streng und beruft sich lieber darauf, dass es sich nicht rational feststellen lässt, ob es einen Gott gibt oder nicht. Wobei Agnostiker dadurch keinesfalls ausschließen wollen, dass es womöglich einen geben könnte. Für sie steht dabei einfach nur fest, dass wir als Menschen zu einem transzendentalen Wesen wie Gott keinen Zugang haben. Den Agnostikern zufolge können wir so etwas wie Gott also weder wahrnehmen noch verstehen. Ob es einen Gott gibt oder nicht, können wir also einfach nicht wissen. Der Nihilist hingegen ist eine Person, die nicht nur nicht an Gott, sondern einfach an gar nichts glaubt. Für Nihilisten gibt es keine Ideale, keine Werte und keine Normen, die erstrebenswert sind. Seien sie nun politischer, religiöser oder auch philosophischer Natur. Für einen Nihilisten ist das alles einerlei, denn für ihn steht fest, dass alles, was existiert, keinen Sinn oder Wert an sich hat. Unserem lieben Lukas wird das dann doch alles viel zu viel, zumal ihm das fliegende Spaghetti-Monster als Gottheit eigentlich immer noch am sympathischsten erscheint. So, das war's vom ersten Weitwinkel im neuen Studio bzw. aus dem alten Studio im neuen Gewand. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal.